Hallo zusammen bei Frau Weber Digital. Heute habe ich 5 Regeln für dich, die dir helfen, Wörter richtig zu trennen. Und zwar trennen wir Wörter nach Silben. Zum Beispiel H-See besteht aus 2 Silben. In der ersten Klasse hast du schon gelernt, dass du klatschen kannst, um rauszufinden, aus wie vielen Silben ein Wort besteht. Wir machen das einmal. Silbe, ich klatsche 2-mal. Silbe besteht aus 2 Silben. Und jetzt kommen wir auch schon zur ersten Regel. In jeder Silbe steht ein Vokal, also A, E, I, O oder U, oder ein Doppelvokal wie Au, I, EU. Das ist bei Hase so. Hase, hier ist ein Vokal und hier. Oder auch bei längeren Wörtern wie zum Beispiel Eis, die, Le. Hier siehst du die Doppelvokale. EI und IE. Zweite Regel. Am Wortanfang werden einzelne Vokale nicht getrennt. Esel besteht aus einer Silbe, weil das E vorne nicht alleine stehen darf. Elefant besteht aus 2 Silben. Auch hier darf das E vorne nicht alleine stehen. Kommen wir zu Regel 3. In der Wortmitte können einzelne Vokale stehen. B, O, Bach, Tung. Die Regel gilt allerdings wirklich nur für wenige Wörter. Da musst du schon genau nach Wörtern suchen, wo diese Regel hier wirklich greift. Aber die nächste Regel, Nummer 4, ist ganz wichtig. CK, CH und SCH werden nicht getrennt. Backen, CK bleibt zusammenstehen. Beachten. Regel Nummer 5. PF und ST werden getrennt. Förster. Oder Stampfen. Und die letzte Regel lautet, Doppelkonsonanten, also zum Beispiel Doppel-L, Doppel-M, im Wort werden getrennt. L, Le oder auch G, Win, Nun. So, und diese 6 Regeln wollen wir jetzt einmal anwenden. Ich habe dir Wörter vorbereitet, die wir jetzt gemeinsam trennen wollen. Entweder stoppst du gleich das Video, probierst es erst alleine oder du startest jetzt mit mir direkt gemeinsam. Los geht's. Wir starten mit dem ersten Wort, Schulstunde. Schulstunde. 3 Silben. Socke. Socke. Wie wir gerade gelernt haben, wird CK nicht getrennt. Es bleibt zusammen in einer Silbe stehen. Bestellung. Bestellung. Wir trennen hier zwischen den beiden Doppelkonsonanten. Egal. Eine Silbe, denn wir haben gelernt, ein Vokal darf am Wortanfang nicht alleine stehen. Res, T. Wir trennen S und T im Wort. Zufällig. Das war's auch schon. Mit diesen 6 Regeln, die ich dir gegeben habe, wirst du sicherlich in Zukunft weniger Fehler machen beim Trennen von Wörtern. Wenn du heute etwas gelernt hast, freue ich mich über den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.